habe ich keine Mickey Mouse Ohren, aber da kommen heute noch welche drauf. I'm so excited. I'm so excited. Ich war schon ungefähr eine Stunde auf sie. Ja, ich beeile mich. Sagtest du auch schon vor einer Stunde. Hier bin ich. Endlich, wir müssen los. Disneyland öffnet bald. Wir haben nämlich da so eine kleine Challenge vor uns. Hallo ihr Lieben, wir haben ein neues Video für euch aus Paris. Paris, Paris. Oui, oui. Bonjour, mademoiselle et monsieur. Vielleicht habt ihr schon unser Ostereier-Schatzsuche-Video gesehen. Wenn nicht, macht das. Da gab es den Hauptpreis mit dem Namen Disneyland. Deswegen sind wir in Paris und heute werden wir 24 Stunden fast von der komplett frühesten Eröffnung von Disneyland bis zum Schluss, bis sie uns rauskicken, da drin sein. Einen ganzen Tag lang im Disneyland bis zum Ende, wo es hoffentlich ein großes Feuerwerk geben wird. So habe ich das zumindest in anderen Videos gesehen. Wir waren nämlich beide noch nie im Disneyland. Das ist für uns beide das allererste Mal. Ich träume einfach schon seit Wochen davon. Und ihr kommt natürlich mit. Los! Hast du die Zimmerkarte? Ich hoffe. Ein bisschen aus wie bei hier der bösen Hexe sind wir noch. Noch sind wir nicht bei den Prinzessinnen angelangt. Ich muss euch das Treppenhaus zeigen. Ist das nicht verrückt? Ready! Das ist die Ausstattung für heute. Willkommen in Paris! Wir sind da! Wir müssen erstmal 1 Kilometer anstehen, aber wir sind da! Wir sind da! Und wir gehen gleich rein. Es ist einfach alles hier schön. Alles. Die Musik ist schön. Die Blumen sind schön. Die Musik, die lässt einen einfach mittanzen. Hello Disneyland. Wir sind einfach drinnen. Willkommen in meinem Zuhause. Du hast aber viele Gäste heute zu Besuch. Wo gehen wir als erstes hin? Ich will überall hin. Kann man eine Prinzessin und einen Pinguin treffen, aber ich kenne die einfach nicht. Hey, wer ist denn das? Entweder wir fahren etwas oder wir kaufen uns Mickey-Ohren oder Frühstücken. Ich bin für fahren, ich bin für fahren. Lass uns irgendeine Bahn suchen. Davon ist der fliegende Teppich von Aladdin. Bitte können wir damit fahren. Ich liebe Aladdin. Und da ist auch der Genie. Hallo, Genie-Lini. Es ist nicht mal Wartezeit. Hallo, ein Traum. Sarina hat gerade gesagt, hier sind nur kleine Kinder. Ob uns das egal ist? Ich sagte, ja klar, es ist das egal. Sollen deine Ohren sein? Ja. Löwenohren. Und Katzenohren. So blaugrüne. Klassisch. Nochmal klassisch. Okay, das ist nicht klassisch. Das ist klassisch mit Glitzer. Schaut mal, für die haben wir uns entschieden. Ich verhungere. Nutella. Spanisch? Portugal? Wo wollen wir hin? Churros mit Nutella. Unsere Ohren kollidieren hier die ganze Zeit. Ding, ding, ding. Wir fahren jetzt die Indiana Jones Bahn. Es hört sich schon ziemlich cool an. Hier brennt Feuer. Hier! Yay! Die Wartezeit sind auch nur 55 Minuten. Bei den Walt Disney Studios und hier soll es ja die cooleren Achterbahnen geben. Ich bin in Action-Modus.
Hallo, Mickey. Mickey muss gehen. Ich will auf jeden Fall noch hier hin und hier hin. Und essen. Je suis Buzz l'éclair, rongeur de l'espace. Ich will auf jeden Fall noch auf diesen Hollywood Tower. Ich glaube, der ist gruselig. Error. Houston, wir haben ein Problem. Wir haben gerade gesehen, die Wartezeit sind einfach 60 Minuten. Damit habe ich nicht gerechnet. Zum Glück gab es gerade Churros als Stärkung. Das ist schon 1,02 Meter, das darfst du nicht mitfahren. 1,03 Meter. Aber das Skala 8 für ziemlich bisschen Angst, gruselig. 10 excited und habe 5 Angst. Das wird ein Spaß. Hollywood 1939. Story-Abteilung. Du bist gerade unter Roger durchgelaufen. Oder heißt er Racer? Oder wie heißt er denn? Wie heißt er nochmal? Schreibt es in die Kommentare. Und ich überlege, mit dem hier zu fahren, aber das ist echt ganz schön hoch, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll. Wow! Erstmal ausruhen. Das ist unsere erste Sitzpause. Meine Füße tun schon weh. Also am besten haben wir bisher der Tower of Terror gefallen. Das war so cool. Ich glaube, morgen haben wir keine Stimme mehr, weil wir so laut gekreischt haben. Ja, das war lange Anstehzeit, aber es hat sich gelohnt. Und jetzt sind wir eigentlich schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer Pizza, aber wir haben noch keine gefunden. Und ganz liebe Grüße an alle Zuschauerinnen, die wir getroffen haben. Und wir müssen gucken, wann die Parade stattfindet. Und wir müssen mal die Anstehzeiten checken, weil die sind echt lang. Ich habe schon gesehen, dass man irgendwo über 100 Minuten anstehen muss. Los, los! Irgendwie gibt es hier überall nur süße Sachen, aber keine Pizza. Gibt es hier Pizza? Nö. Gibt es hier Pizza? Irgendwie ist hier schon ziemlich lang unterwegs. Ich verzweifle langsam. Ich bin nie wieder zurück und nein. Wo bin ich denn jetzt schon? Ich bin schon viel zu weit weg. Und ich habe noch immer keine Pizza gefunden. Das ist eine Verschwörung. Ist überhaupt nichts Salziges, außer Chips. Soll ich mal gucken gehen? Oh, da ist der Platz weg. Oh, hier gibt's was. Was gibt's denn hier? Pommes. Ich nehm's. Ich warte. Ich nehme, was ich kriegen kann. Sarina will wohl keine Fish and Chips. Also geht's wieder zurück. Ich habe keine Pizza gefunden. Gibt's nicht. Du bist ganz schön undankbar. Wo ist sie? Du wolltest keine Fish and Chips. Pizza. Ich habe keine Pizza gefunden. Wenn ich jetzt irgendwo hingegangen wäre, hätte ich dich nie wieder gefunden. Ich google das jetzt. Wir haben die App zu Hilfe genommen und haben jetzt die Wegbeschreibung zu unserer Pizza. Hoffentlich hat es nicht geschlossen. Hä? Ich schlag da die Fenster ein. Ich brauche Pizza. Das ist schon leicht zu verlieren hier. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich rieche schon Pizza. Ich rieche es. Ich kann Pizza aus einer Million Kilometer Entfernung riechen. Hier ist die Pizza. Wir sind hier richtig. Kids-Menü für Sarina. Vicky hat Pizza gefunden. Es klemmt. Vicky Pizza. Die ist super heiß noch. Nachspeise. Man erkennt es nicht mehr. Es hat immer zwei Ohren. Was passiert hier?
schon nur ein Ungeheuer leben. Das besuchen wir jetzt. Ich habe mich nicht erschreckt. Ich finde das aber süß. Ist das merkwürdig? Er wird sauer. Oh mein Gott, er wird sauer. Hat es einen Namen? Ich glaube, wir gehen besser. Komm. Ich habe eine neue Lieblingsbahn. Die war echt toll. Die Flucht der Karibik. So schön. Oh, wie romantisch. Da ist sie. Zeit für die Parade! I'm excited, dann sind wir alle Prinzessinnen! Oh wow, es sind echt viele Leute! Und ein Kratzen. Ich habe eine Seifenblasenmaschine. Ich habe eine Seifenblasenmaschine. Wie schön. Wir fahren das jetzt mit der wunderschönen Abendsonne. Langsam sind wir müde. Wir warten, bis die Schlossshow losgeht, aber eigentlich können wir schon einschlafen. Es ist halb elf.